Boah, die Preisunterschiede sind aber schon krass, ne? Waren die Preise... Nee, warte mal. Letzten Patch waren doch alle Mythics gleich teuer, oder? Ist nicht teuer, du hast einen Longsword, du Inter. Oh. Na, geht doch. Wait, das heißt, wir bauen einen Stormraiser hier aus Noonquiver. Wird das ja übel geil. Will Riot vielleicht auch einfach, dass Stormraiser ein First-Item ist? Wait, die werden alle aus Noonquiver gebaut. Static scaled mit AP und nicht mit AD. Das heißt, Static auf Djinn ist, glaube ich, eher nicht so geil. Firecan Damage scaled aber mit gar nichts. Wait, müsste nicht Collector auch wieder okay sein auf Djinn? Das ist doch einfach straight up gebufft worden, das Item. So, weil der Recall jetzt zum Beispiel wird ja überbullshit. Dieses Item, 15 AD. Das fühlt sich jetzt sehr beschissen an, so Base zu gehen, ehrlich gesagt. Gibt jetzt AD jetzt statt Attack Speed. Ja, stimmt, das ist gar nicht mehr so bad, ne? Wenn die dann Tower stehen, sind die dead. Jetzt habe ich wieder 500 Gold. Das ist irgendwie wieder ein scheiß Recall. Mann! Boah, der ist ja fetzig, der Movement Speed. Ich bin ja ultra schnell. What the fuck? Das ist ja viel, viel besser als Fleet Footwork. Seht ihr noch Ulten, der springt einfach rein. Aber ich denke, jetzt wo man keine Gale Force mehr hat, ist Swifties noch besser als vorher. Und auch der Movement Speed von Stormraiser kompensiert, glaube ich, das fehlende Gale Force ganz gut. Ey, ich würde wenigstens gerne nochmal Infinity Edge fertig haben, um den Damage zu sehen. GG. Aber war auch wieder ein knappes Game. Ich glaube, ich habe auch Bock, mal eine Runde On-Hit-Varus auszuprobieren. Ja, ich glaube, wir machen eine Runde On-Hit-Varus. Aber ich glaube wirklich nicht, dass Ragebit First... Ich meine, das Ding ist, dieses Rage-Knife sieht halt sehr OP aus. Und wenn man sich das anguckt, das gibt halt schon extrem geile Stats für so wenig Kohle. Hier, Rage-Knife ist halt... wie, das müsste insane kosteneffizient sein, oder? Also die 20 Magic-Damage On-Hit sind aber auch gar nicht... Ach doch, die sind hier eingepreist sogar. Wir haben jetzt keinen Livestreamer, dann gehen wir mal Bloodline. Dann vielleicht ein bisschen Tankiness über Runen. Okay, also was bauen wir hier? Wir bauen auf jeden Fall Rageblade First, das steht fest. Dann weiß ich schon nicht mehr so wirklich. Ich meine, das neue Runans klingt eigentlich auch ganz geil auf Varus. Irgendeine Form von Tankiness müssen wir hier trotzdem gehen. Ich meine, können wir nicht hier einfach trotzdem Shieldbow gehen? Also ganz ehrlich, ich sehe Katharina, Rek'Sai. Katharina, Rek'Sai, Olaf, wir gewinnen ja einfach, wenn die uns nicht one-shotten. Digga, starkes Gameplay. Das ist unser Recall hier. Pickaxe, ne? Oh, die steht scheiße. Okay, Pickaxe Refillable gehen wir. Solid. Aber weißt du, was ich an Shieldbow, also was ich schon wieder nicht verstehe? Shieldbow zum Beispiel scaled ja erst ab einem gewissen Level. Warum steht das nicht in diesem Item drin? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es jetzt Level 10 ist, Level 11, Level 12, Level 9. Ich habe keine Ahnung, ob Shieldbow jetzt ein gutes Item für mich als zweites ist oder nicht. Und ich kann es auch nicht herausfinden in-game. Ich müsste jetzt auf eine externe Webseite gehen, um herauszufinden, auf welchem Level Shieldbow scaled. Was ist das eigentlich? Okay, der hat jetzt schon Krakenslayer ready. Krakenslayer First of Arpheus klingt ja ultra bad. Bin jetzt natürlich noch sehr weit davon entfernt, mein Item fertig zu haben. Das ist okay, guys. We keep scaling, we keep scaling. Okay, 500 noch für Rageblade. Nice. Wir haben jetzt Rageblade. Ich weiß nicht, wäre das jetzt ein Shieldbow? Würde ich jetzt in die Mitte laufen und mir denken, ich fetz die Katharina. Jetzt denke ich mir so, ich habe 1300 Leben. Ich mache da gar nichts in der Mitte. Aber guck mal, ich bin jetzt gleich Level 9. Ich gehe auf jeden Fall Shieldbow Second. War das mit den Fragezeichen schon immer so? Das sieht irgendwie, ganz gut. Kann man so einmal ganz kurz sehen. Ah, Miss. Alle Miss. Ich bewege mich nicht. Das ist eigentlich ein gutes Feature. Ich bin so ein geiler Hengst. Aber das ist das, was ich meine so. Hätte ich da Shieldbow gehabt, hätte ich halt einfach überlebt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Schaden da gerade in dem Fight in irgendeiner Form höher war als normal. Wegen Rageblade. Aber meine Survivability ist halt sehr viel schlechter als vorher. Nee, Shieldbow First ist nicht playable, glaube ich. Das Ding scaled halt erst später rein. Wenn der Base-Shit ist 215, ist jetzt nicht komplett terrible, aber... Gehen wir hier in Ash oder turnen wir das? Wait, wir one-shotten das Ding ja. Holy shit. Warum gewinnen wir dieses Game jetzt, Guys? Einmal die Quizfrage bitte in den Chat. Warum gewinnen wir dieses Game jetzt? Oh. Digga, wie? Hä? Das ist ein Joke. Als ich jetzt. What? Weil ihr Jax habt. Ne, weil die Gegner einen 0-8 Toplaner haben. Weil diesmal die Gegner den Inter haben. Die hat jetzt auch Shieldbow gebaut, die Katharina. Chillig.
Warum? Hä? Was ist für ein Play? Es ist nichts ab. Einfach mal so dem AD Carry in die Fresse flashen. Rek'Sai ist auch 8-1, aber... Katarina möchte das Game nicht gewinnen. Gut für uns. Also wenn das Rageblade vollgestackt ist, macht schon Bock, ne? Boah, 5% Armor Pen und 6% Magic Pen ist echt viel, ne? Ich habe jetzt einfach 12 Magic Pen, 10 Armor Pen. Holy shit. Okay, ja, das Game ist gewonnen. Ich muss einfach nur hinten chillen. Wait, wo ist mein Runans? Das sieht ja ganz anders aus. Ich dachte gerade, ich habe aus Versehen keine Runans gekauft. Wo war... Was mit den Pfeilen passiert? Okay, I take it. Ja, der Aphelios hat ein bisschen gekocht mit seinem Itembild. Das sah Rageblade Aphelios sah ja komplett shit aus. Also Onnit Vaus ist das Gegenteil von vorher quasi. Also er ist im Early Game auf so einem Item deutlich schlechter und scaled dafür aber 1000-mal besser. Warum nicht Rageblade into Static? Into Static? Boah, das sieht so hässlich aus. Was haben die gemacht? Ah, Static ist useless auf Kog'Maw, glaube ich. Ah! Oh ja, Kraken. Der Kraken-On-Hit-Effekt. Wird der jetzt durch Rageblade multipliziert? Das war ja vorher nicht so, aber Riots Begründung war ja, weil es True Damage ist. Aber ich glaube, es ist immer noch so, oder? Weil hier steht ja explizit every third attack. Also ich glaube, Rageblade ändert nichts daran, oder? Guck mal, ist ein bisschen bodenlos, Alter. Woo! Eieieiei, oh nee. Was? Meine Passes waren nicht in Range? Frech. Nicht tot? Was? Wait, es ist jeden zweiten Auto-Attack. Kraken prockt jeden zweiten Auto-Attack mit Rageblade. Wait, what? Holy shit, das ist ja insane. Jetzt haben wir Nash verloren. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt gerade in Low Master, ja? Wir sind in den Top 0, ich glaube inzwischen sind es Top 1% der Playerbase. Wir sind jetzt gerade alle vier gestorben und verlieren den Nash und vielleicht das Game, weil wir den Midlane Inhib Turret nehmen wollten. Das war auch einfach wieder gut gespielt von denen. Oh, das war es überhaupt nicht. Der TF hat auch keine Fire kennengebaut. Oh. Zick. Es ist so unnötig. Also das ist wirklich einfach fucking Street Fighter, was wir hier gerade spielen. Das ist doch kein League of Legends. Ja, ich weiß nicht. Also Kog'Maw hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, aber nicht in dem Game.